Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Million Dollar S Bundle von Katja Krasavice und Flair. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Million Dollar S von Katja und Flair, das Ganze am 23. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist die erste Single, die erste Auskopplung zu ihrem neuen, zu ihrem anstehenden Album Eure Mami. Das Ganze ist für den Januar 2021 geplant. Und jetzt gab es zu der ersten Single Million Dollar S eben auch ein Single Bundle. Die Kooperation bzw. das Feature mit Flair. Wir haben hier einen schwarzen Beutel, so einen Kunststoffbeutel, also klassische Bundle-Verpackung. Wir haben hier einfach einen Sticker, wo Album, Singletitel und die beiden Interpreten draufstehen. Wir werden das Ganze mal aufschneiden und uns dann im Detail ansehen. So, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir das Messer so brauchen, denn es ist hier so ein Streifen. Allerdings geht der hier schwer auf. Ja, ich glaube, wir werden doch nochmal das Messer zu Hilfe nehmen und hier einfach aufschlitzen. So, da geht das Ganze doch schon deutlich besser. Gut, da haben wir es. Also, wir haben hier das Bundle bestehend aus einem Shirt und der Single. Mehr ist hier sonst nicht drin. Dann packen wir den Verpackungsmüll mal zur Seite. Und so sieht das dann aus. Also, das ist die Single, das ist das Shirt. Die Single kommt hier ohne Folie. Das Shirt ist hier noch entsprechend eingepackt. War ja ziemlicher Hype um dieses Bundle anfangs. Da war es ja auch irgendwie ganz streng limitiert. Dann war irgendwie die Seite nicht wirklich zu erreichen, weil der Server zusammengebrochen ist. Und im Nachhinein, also mittlerweile hat man dann jetzt irgendwie, glaube ich, das Ganze etwas ausgeweitet und hat dieses Design hier mit Flair und Katja nicht nur mit dem Shirt so verkauft, sondern es gibt, glaube ich, mittlerweile eine komplette Merchandise-Kollektion. Ursprünglich eben nur dieses schwarze Shirt. Größe gab es frei wählbar. Ich habe, wie wir sehen können, das Shirt in der Größe M. Ja, streng limitiert ist, glaube ich, mittlerweile jetzt auch hinfällig, da es ja auch, wie gesagt, diese ganze Kollektion gibt. Und ich glaube, auch in der ist das schwarze Shirt mit dabei. Also, ja, ist etwas fragwürdig gestaltet worden in meinen Augen, was die Limitierung betrifft. Aber wenn ihr da mehr wisst, gerne in die Kommentare. So, also, so sieht das aus, die Single. Wir haben hier eine klassische Single, also so ein dünnes Jewel Case, ich glaube Slim Case heißen die. Hier oben lesen wir den Titel Million Dollar S, Katja Krasavice, Flair. Die beiden abgebildet, links Katja, rechts Flair, wer hätte es gedacht. Dann haben wir noch einen Verbraucherhinweis, der genauso in Regenbogenoptik ist wie auch ihre Haare. Auf der Seite lesen wir Folgendes und auf der Rückseite sehen wir schon die CD durch. Hier haben wir noch die Infos, die Labels. Und natürlich einen Barcode. So, wie ich gerade feststelle, ist das Ganze doch in Folie. Es war nur so eng und so dünn die Folie, dass ich es erst nicht wahrgenommen habe. So, dann werden wir auch hier mal einschneiden. Und die Folie entsprechend abziehen. So, also das ist die Single. Wir schauen mal rein. Hier haben wir zwar kein Booklet, aber hier einen Einleger mit den wichtigsten Infos, wer daran beteiligt war. Okay, dann haben wir hier die CD, die ist auch wieder in der Regenbogenoptik. Verbraucherhinweis diesmal in weiß. Und so sieht die CD aus. Ja, so viel zu dieser CD, zu der Single. Und als zweiten Bundle-Inhalt haben wir dann das Shirt. So, auch wenn das Ganze hier ein M ist, muss ich ehrlich sagen, es wirkt recht groß, also es dürfte ziemlich oversize geschnitten sein. Das schwarze Shirt mit dem Motiv, das wir vom Cover kennen. Auf dem Cover war es allerdings quadratisch, hier ist es im Hochformat und hier ist es auch nicht ganz so
Hochglanzoptik, sondern etwas, ja, wie so ein Grauschleier drüber. Hier die beiden nochmal abgebildet. Ansonsten, wie gesagt, alles in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann den folgenden Aufdruck. Und zwar lesen wir hier riesengroß über den Rücken Million Dollar S, wobei die beiden S hier ein Dollarzeichen sind. Ja, okay, wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit, ja, Medium, das wissen wir ja bereits. Ansonsten hat man hier keine Marke drin, kein Etikett. Wir schauen mal kurz, ob wir unten noch was finden. Nein, sieht schlecht aus. Okay, also auch unten hier kein Hinweis. Boah, doch. So, was lesen wir hier? Wir haben zwar keine Marke an sich, aber wir lesen, das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Turkey. Grüße gehen raus. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Also wie das getragen aussieht, das Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem riesen Aufdruck hier auf der Front. Flair und Katja hier in diesem Gang. Ansonsten, wie gesagt, komplett in schwarz, bis natürlich auf den eben gezeigten Backprint. Ja, also ich für meinen Teil muss jetzt ehrlich gesagt nicht mit einem Shirt rumlaufen, wo auf der Rückseite in großen rosanen Buchstaben Million Dollar S steht, speziell als Mann nicht. Aber ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und kann das machen, wie er möchte. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Und natürlich die Single zum Bundle Million Dollar S hier in diesem Slim Case. Jawohl. Das, sowohl das eine als auch das andere gibt es hier in diesem Bundle. Million Dollar S von Katja Krasavice und Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Katja Krasavice unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.